Alex und ich, da unterscheiden wir uns nicht sehr, sind jetzt nicht unbedingt die geduldigsten aller Menschen und wir sind ehrgeizig genug, um natürlich zu versuchen, frühestmöglich auch jetzt nochmal den nächsten Schritt zu machen. Aber nochmal, dadurch, dass wir darüber reden und das großartig ankündigen, erreichen wir es nicht. Wir müssen Tag für Tag viel dafür tun. Ich jetzt in den nächsten Wochen, ab 16. oder 17.06. Alex wieder mit seinem Trainerstab und ja, dann schauen wir mal. Wir müssen einfach immer wieder sehen, dass wir relativ gesehen im Verhältnis zu den Mitbewerbern einfach versuchen, einen Ticken besser zu sein.